Wenn du meinen Vater kennst, kennst du mich. Dachte, ihr wärt Freunde. Wir teilten uns ein dunkles Kapitel. Ja, damit willkommen wieder zurück bei Mortal Kombat. Ja, diesmal die Tochter von Marlowe, heißt sie, glaube ich. Uff, okay. Die haben mit diesen blöden Waffen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe was ganz fies geblockt und habe meine ganze Energie verschwendet. Meine Fresse. Wieso auch alles trifft. Boom, umgefallen. Ja, komm mal her. Das war ja geil. Wie hab ich das gemacht? Achso, warte mal, ich glaube, das war in der Luft. Jo, okay, das krieg ich raus. Frage ist nur, wie man das nutzen könnte. Wenn man da so dran denkt. Ich sollte, wenn der mal. Wenn die. Ah, wenn das alles so eine Fernkämpfer sind, sollte ich einfach mehr blocken. Okay, getroffen sogar damit. Komm, geh weg jetzt. Bam. Ja, okay, diese Aura oder diese Nova ist auch ganz gut. So, wollen wir hier die Titten aufreißen. Du entkommst mir nicht. Bam, der ist echt fies. Komm, weg. Was hüpft hier wieder rum, ey? Sollst du doch verschwinden. Geh weg. Angst vor dir. Also, geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, Specialist Briggs. Finte. Bravo. Kung Jin, statt Überlegene zu verspotten, solltest du lieber deinen Kameraden helfen. Ich will's mir merken, sollte ich je einen treffen. So, und der letzte der Truppe. Mal sehen, wie er kämpft. Die Kette. Ah, okay. Na klar, der hat einen Bogen. Was natürlich richtig fies ist. Geh doch mal. Oh, oh. Oh, geh weg. Was ist mit dieser Socke, ey? Wie weit der springen kann, Wahnsinn. So, jetzt versuche ich den mal. Ja, ein bisschen auf Abstand zu halten, dann mag das gehen. Ob das ein Fangkörper ist. Oh, der war nicht schlecht. Du wirst immer schwächer. Oh, und X-Ray. Der war günstig. Das ist nicht von ihr. Jo, gut ausgewichen. Ah, jetzt hat er mich. Ah, komm, 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 komm. Geh weg! Maulheldentum passt nicht zu dir. Vorschläge? Sub-Zero, reden wir. Diese Chance ist vertan. Neuer Plan, Cage? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los.
Ja, denke ich auch. Chu, Deng Jin. Das war's? Das war alles ein... Eine Übungsstunde. Mist, ich hätte es wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn Sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Ist nicht gerade leicht. Danke, Kenshi. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf, Sando, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. S.E., Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Wen meint sie? Kenshi, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen.
Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken solltest, in Anbetracht der Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Einschließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ich bin vom Erdenreich, wie du. Mein Auftraggeber, Kotal Kahn, ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu. Du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Khan, ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt mir. In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche als Waffe zur Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Etwas ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin! Verschwindet! Los! Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Eine Lektion in Vertrauen von einem Söldner? Und gleich noch eine Lektion. Jo, also wir haben jetzt den Kung Jin. Wir probieren das mal ein bisschen aus. Entschuldigung. Und die KV haben wir noch in der Folge. Sollte die Dicke passen? Geil. Okay. Also man kann auf jeden Fall schön auf Distanz gehen. Oh, der kommt sich gut. Jo, geil. Ja. Yeah. Wie fies. Alter Schwede. Ah, und die Kombos sind auch gut. Oh, das könnte einer meiner Lieblingskämpfer werden. Ja, alter Schwede. Nee, da schaffen wir noch einen Kampf. Dicke. Ich lerne schnell. Jedes Mädchen ein Pony wünschen können. Die Archive erwähnten keine Symbionten. Oh, dann ist es. Spektakel!
Oh, sehr gut. Die Süße haben wir gerettet. Sind die hier, um Ärger zu machen? Ja. Ärger macht dich! Ja, mit Ferrothor selbst habe ich auch schon gekämpft. Finde ich nicht geil. Ich hab's ja richtig gut. Ich wollte, ob wir jetzt hier großes Aussicht können. Naja. Ich weiß nicht, ob das großer bringt, wenn wir sie runterschubsen. Oh, sehr gut. Da haben wir getroffen. Ich würde es so geil mit dem Pfeilen. Ja, jetzt ist es am halbwegs auf unserer Linie. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas bringt, wenn sie unten ist, ob wer dann verletzbarer ist. Oder unkontrollierbarer, sagen wir so. Oh, okay. Na doch, ein bisschen hat er schon versucht. Haha, jetzt hat er auch nichts mehr. Ja, den können wir auf Distanz halten. Das macht funktionieren. Oh, scheiße. Immer die Augen. Mann. Ah, vielleicht kriegen wir es noch gebacken. Ah, ich finde die Gombos ganz gut. Ja, komm. Yes! Was haben wir denn jetzt? Die 16 Minuten, ne? Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Ach komm, eh machen wir noch. Eh schaffen wir noch. Bei euch alles klar? Ja! Die Erdenreichler, ja? Diese hier muss mehr über eure diplomatischen Methoden lernen. Wir müssen Kotal Kahn sprechen. General Blade... Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Das hat hier Methode. Da wir aber die Verträge von Reko ehren, werden wir den Imperator befragen. Ihr wartet hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Es hat mehr sentimentalen als finanziellen Wert. Dennoch würde ich es bevorzugen, wenn du es nicht stiehlst. Es ist ein Familienerbstück. Eines, das euch nicht zusteht. Deine Familie gab es mir als Erinnerung an deinen Cousin Lao. Nach seinem Tod. An dem ihr schuld seid. Für euch kämpfte er gegen Shao Kahn. Ihr habt nur zugesehen, als er ihm das Genick brach. Du gehst zu weit, Kong Jin. Nein. Nicht weit genug. Okay, das Video war schon ein bisschen länger als gedacht. Aber ich mach das jetzt trotzdem noch. Weil die Kämpfe ja richtig sind. Wenn wir natürlich schaffen. Na, wenn uns nicht zu sehr auf den Sack geht. Das Elektrofritzen. Oh nein, der hat's geblockt. Der hat's geblockt.
Oh, komm, 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 komm. Nein! Nein! Fuck! Das war knapp. Dein Leiden war vorbestimmt. Oh Mann. Die Pfeile bringen leider nicht allzu viel. Ja, das war ganz cool. Man weiß gar nicht, wie man den richtig behandeln soll. Ja, auf Entfernung oder nah ran? Das ist wirklich ziemlich egal, weil der alles kann. Boah, geil. Jetzt sind wir ausgewichen. Na also. Abgeschossen. Okay. Also wir müssen echt versuchen auszuweichen. Dann schnell ein paar Kombos hinterher, sondern. Genau so. Ah, wieder einer nicht. Komm. Komm, wir machen mal seine Augen kaputt. Das ist so fies, ey. Na komm. Und noch einmal. Yeah. Gut, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns an einer neuen Folge von Mortal Kombat. Das Blut des Kung Lao. Nachfahre des großen Kung Lao. Ein gewöhnlicher Dieb. Glaubtest du, du könntest einfach in meinen Tempel marschieren? Und wieder hinaus? Ohne meine Zustimmung? Ihr wolltet, dass ich euch angreife. Wieso? Um deinen Zorn freizusetzen, dich der Vernunft zugänglich zu machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Selbstmitleid war schon immer ein eher unglücklicher Teil deiner selbst. Ein hellerer Pfad liegt voraus. Einer, der deine Vorfahren wirklich ehrt. Der deiner würdig ist. Geh auf die Wuxi-Akademie, werde ein Shaolin, wie schon Kung Lao vor dir. Ich kann nicht. Sie werden mich nicht... Sie interessiert nur, was in deinem Herzen ist, nicht was dein Herz begehrt. Es ist zu spät für mich. Es ist nie zu spät, Kun Jin.